Wie du mit Vorwürfen und Beleidigungen besser umgehen kannst. Wir kommen in meiner Serie der Kommunikation, wie du mit einfachen Worten deinen Standpunkt besser festlegen kannst und somit Respekt und Anerkennung bekommst, auch in den Momenten, in denen du sogar verletzt werden könntest. Natürlich, verletzende Äußerungen sind unangenehm. Manchmal werden sie sogar zu Narben. Wir fangen an, mit Menschen zu misstrauen, weil wir glauben, dass sie wieder verletzt werden. Du solltest aber wissen, wenn diese Worte für dich verletzend rüberkommen können, können deine Worte aber auch heilen. Je nachdem, wie viel Gewichtung du da reinlegst. Deswegen solltest du immer geplant an solche Situationen rangehen. Nummer 1. Setze deinen Fokus auf dich selbst. Ja, du hast einen Freipass, egoistisch jetzt zu sein. Das ist aber nicht damit gemeint, indem du dich die ganze Zeit verteidigst. Nein, du kannst sowas sagen wie: Ich fühle mich durch deine Worte verletzt und möchte in den nächsten Schritten jedoch mit dir darüber reden, wie wir respektvoll miteinander umgehen. Vielleicht hast du es auch gar nicht so gemeint, wie ich es aufgefasst habe. Erklär's mir. Einmal erwähnst du dein Gefühl, was dir wichtig ist. Und du ergänzt mit deiner Lösung, mit deinem Ziel, respektvoller Umgang und sogar eine Unterstellung, dass du es vielleicht nicht verstanden hast und dass die andere Person das gar nicht so mies gemeint hat. Du gibst dir aber auch den Hinweis, dass ihre Worte bisher nicht richtig angekommen sind. Und wenn sie etwas bagatellisiert, indem sie sowas sagt wie: Ach, schwamm drüber, es war gar nicht so böse gemeint, dann kannst du auch nochmal unterstreichen und sagen: Es kam leider so an, aber wenn es nicht so gemeint war, dann findest du sicherlich die Worte, die ich brauche, damit ich dich auch verstehen kann. Nicht wahr? Und das kannst du liebevoll sagen. Das muss gar nicht böswillig gemeint sein. Nicht verteidigend. Du verteidigst dich nicht. Wogegen denn? Es sind lediglich Worte, denen du stark Gewichtung bietest. Deine Worte sollten eine höhere Gewichtung haben. Du kannst sogar humorvoll antworten. Auf eine Beleidigung kannst du zum Beispiel sowas sagen: Ach, das war mal kreativ. Lass uns den Fokus wieder auf das lenken, was wir beide haben wollen. Und zwar X. Oder aber auch genauso humorvoll kannst du die erste Äußerung wiederholen und sagen: Das war mal kreativ. Aber lass uns jetzt ernsthaft über das Problem reden. Das kann die Person natürlich provozieren, auf jeden Fall. Die Frage ist, in welchem Moment passt welche Äußerung? Nicht jede Beleidigung ist bösartig gemeint. Und dann kannst du auch dieses Humorvolle mit einbinden. Nummer 3. Anstatt emotional zu reagieren, stelle die Nachfrage bezüglich der Beleidigung. Hier ein Beispiel. Was genau meinst du damit? Ich möchte verstehen, warum du das gerade gesagt hast. Einmal animierst du die Person darüber nachzudenken und andererseits hast du auch genauso wieder eine Grenze gesetzt. Und das auf eine respektvolle und höfliche Art und Weise. Du bist ja kein A... Du bist entweder eine Lady oder ein Gentleman. Und es geht nichts über respektvoller Umgang. Nicht wahr? Wer muss das hören, schick's gerne weiter und folgt mir für mehr Kommunikationstechniken.